Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cars by Lyle. Wie viel ist dein Auto wert? Darum geht das heute, natürlich wie immer. Wir suchen den größten Kapitalverbrenner Deutschlands. Wir sind heute wieder in M-Town. Wir haben wieder mal einen BMW für euch dabei. Das lässt einfach nicht nach. Aber diesmal was sehr Besonderes in seiner Kategorie. Den reinen Sauger V8. Fast in the rear view, 100 on the dash, red and blue in the mirror too. We don't really care, I'm excited. Might speed up, take a right, I'm riding. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. What you gonna say when I ask ya? Oh, turn it right around. Wir stehen neben dem schönen M3 und der Besitzer hier, ach, Herr Gehler. Passend zum Sonnenuntergang. Die Farbe in Gelb, wie nennt sich die? Von Avery, Gloss Yellow. Gloss Yellow. Hast du da lang gesucht, bis du diese Farbe gefunden hast? Oder wusstest du schon genau diese Farbe mit den schwarzen Akzenten? Nee, mit meinem Folierer bin ich durch die Farbpalette gegangen und das Gelb hat mir halt gefallen. Die Jungs haben gesagt, komm, mach Gelb. Hat niemand die 92 M3. Ja. Und dann bin ich halt dazu gekommen, den Gelb zu folieren. Sehr auffällig, sehr dezent, vor allem mit den schwarzen Akzenten. Der letzte V8-Sauger, genau. E92 M3, danach kam mir der M4. Genau. Und wie viel Leistung hat der nochmal? 420 PS. 420 PS, ja, da geht auf jeden Fall was. Der hört sich brutal an, da kommen wir aber später nochmal dazu. Du kennst das Konzept, wir gehen einmal um das Auto rum und du verrätst uns, was du verändert hast, was du dafür ausgegeben hast. Und dann werden wir sehen, ob du der größte Kapitalverbrenner Deutschland wirst oder auch nicht. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen vorne an. Wie immer bei BMW gleich die Kiemen oder die Nieren. Die BMW hast du Performance ausgetauscht. Genau, BMW Performance Nieren, original für 120 Euro. Damit es auch passt in dem Schwarz, genau. Die Scheinwerfer, hast du da irgendwas gemacht? Genau, die habe ich bearbeiten lassen beim Tolga von 1A Performance. Mhm. Innen einfach ein Blackout, also die Ringe sind original geblieben, auch mit dem Gelb. Mhm. Nur die Plastikteile alle schwarz lackiert. Okay, kostet was? Hat mich mit neun Gläsern gekostet, 350 Euro. 350 Euro für die Scheinwerfer. Ansonsten haben wir noch mal unten die Lippe, die genau. Ist noch mal dazugekommen. Ist eine GTS-Lippe, Nachbau aus eBay für 450 Euro. Vollcarbon, oder? Genau, Vollcarbon. Okay, dann würde ich sagen, vorne ist nichts mehr. Vorne das ist sonst Serie. Genau, sonst Serie. Motorhaube ist sowieso, genau mit diesem Power Dome. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal die Felgen an, die sind auch sehr besonders. BBS. Wie das sind Sportec SP10 Forged. Mhm. Ultraleichtes Gewicht, vorne wiegen sie 8,4 Kilo, hinten 9,2 Kilo. Okay. Und die BBS-Decke habe ich einfach nur drauf getan, weil mir die Originalen von Sportec nicht gefallen haben. Die waren einfach nur schwarz. Mhm. Genau. Neupreis der Felgen ohne Bereifung 6.000 Euro. Boah, ich glaube, das waren bislang die teuersten Felgen, die ich hier in unserer Serie hatte. 6.000 Euro für die Felgen. Genau. Dann hast du hier einmal die, ja, Kiemen nennt man das, glaube ich, oder? Genau, die Seitenblinker. Genau. Und hier... Die Einlässe habe ich in schwarz folieren lassen, auch im Zuge der Folierung, Vollfolierung. Achso, das ist dann mit in den Preis. Genau. Hatten wir das erwähnt, die Folien, den Folienpreis? Noch nicht, glaube ich. Was Folienpreis haben wir nicht erwähnt. Also für die Vollfolierung vom Fahrzeug habe ich 1.500 Euro bezahlt bei meinem Folierer. Okay. Und die Kleinteile hat er mir alle für 100 Euro foliert. Okay, nehmen wir so an, 1.500 und 100 Euro für die Kleinteile. Genau. Ansonsten ist, glaube ich, an der Seite nichts Besonderes, also was heißt nichts Besonderes, nichts mehr verändert worden. Nein. Ich glaube, das Dach... Ja, Carbondach hast du hier, passt perfekt. Genau, zum Gesamtkonzept. Gab es als Schiebedach und als Carbondach bei M92 M3. Das Schiebedach ist nicht so geläufig, nicht so stabil wie das Carbondach halt. Ja.
Das schaut von der Optik auf jeden Fall schöner aus. Also Schiebedach, ja, nice to have, aber ich glaube, das ist schon die bessere Entscheidung. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz nach hinten. Da hast du auf jeden Fall auch nochmal was Auffälliges. Genau. Der Spoiler ist von Carbonwerke. Mhm. Habe ich erworben für 600 Euro neu. Mhm. Alles eingetragen natürlich. Alles eingetragen. Dann haben wir hier einmal die Original BMW M Performance Spoilerlippe für 350 Euro. Direkt vom BMW erworben. Okay. Die Rückleuchten sind vom Facelift. Genau. Die haben mich 450 Euro gekostet ohne Adapterkabel plus 50 Euro Adapterkabel. Sind wir bei 500 komplett. Okay. Musstest du nochmal was kodieren? Ja, kodieren musste ich auch nochmal. Hat mir ein Kollege gemacht, war kostenfrei. Kostenpunkt dafür sind normalerweise 50 Euro. Okay, aber erwähnen wir erstmal nicht. Genau. Abgasanlage, ist die original so, wie sie da steht, oder? Original M Performance mit schwarzen Endrohren habe ich erworben, eBay Kleinanzeigen für 1500 Euro. Okay, Schnäppchen, heutzutage. Ja. Der Diffusor ist auch nochmal ein anderer. Genau, Diffusor-Heckansatz für 100 Euro, auch aus eBay. Okay, passt. Bevor wir es vergessen, nochmal zum Fahrwerk. Hast du da auch irgendwas gemacht? Das Fahrzeug ist Abwerk AC Schnitzer tiefer gelegt, sind nur Federn. Und die Federn kosten so online 720 Euro. Okay, würden wir so nicht aufnehmen, weil die hast du sozusagen genau, mit Abwerk. Gehabt. Genau. Okay. Ja, dann lass mal kurz einen Soundcheck machen. Ich glaube, der hört sich brutal an. Ja. Geil. Das ist ein schöner Sauger noch. Da haben sich 8 Freunde im Kreis. Geil. Okay, Jelan, geiler Sound. Der hört sich richtig kernig an und der faucht wie ein Kätzchen. Danke, ja. Sehr schön. In den Innenraum brauchen wir nicht einzusteigen. Da hast du gesagt, hast du nichts Großartiges verändert. Ich glaube, du hast ganz normale Carbon-Zierleisten, habe ich gesehen. Und alles in schwarz gehalten, so wie es hier ausschaut. Aber sonst hast du nichts optimiert oder modifiziert verändert. Nur am Getriebe nochmal die GTS-Software. Okay. Die zweite Software, GTS 2, die hat mir auch mein Codierer drauf gemacht für 150 Euro. 150 Euro nehmen wir auch so an. Genau. Ansonsten hardware-technisch komplett am Motor alle Serie. Alles klar. Dann haben wir es, glaube ich. Vielen Dank dir. Danke dir. Dann war es das schon wieder mal mit dem schönen gelben M3. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Wir schauen mal, was Gelan für die Kiste bislang ausgegeben hat. Ach ja, was hast du damals ausgegeben? Für das Fahrzeug habe ich im Juli 2019 22.700 Euro bezahlt. 22.700 Euro angeschafft im Jahr 2019. Wir werden sehen, ob er der größte Kapitalverbrenner in seiner Kategorie wird. Ich bin mal sehr gespannt. Abonniert uns. Wir brauchen eure Unterstützung, euren Support, damit wir noch weitere Fahrzeuge drehen können. Also wie gesagt, nochmal, wir drehen nicht nur BMWs, es schreiben uns nur BMW-Fahrer an. Ich hoffe, das kommt demnächst auch mal jemand anderes. Abonniert uns, aktiviert die Glocke und lasst uns auf jeden Fall bitte ein Like da und schaut euch nochmal das Fahrzeug an. So free, man, like I'm driving Miss Daisy. Might go stupid, brain go lazy. Time rewinds, tell the devil don't take me. Dancing with the devil and she wild with the tango. Spicy with the salsa, out on the table. Higher than a kite and her eyes red and hazel. Looking past the surface, baby, I don't see an angel. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. Baby, bring it to the ground, let me catch ya. Maybe turn it right around, throw it backwards. Throw it back, baby turn that shit around, throw it backwards. Throw it backwards.
pulling up fast in the rear view. 100 on the dash, red and blue in the mirror too. We don't really care, I'm excited. Might speed up, take a right, I'm riding. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. What you gonna say when I ask ya? Oh, turn it right around, throw it backwards. Throw it back, throw it back, throw it. Go crazy.